Ja, hallo und sanfte Grüße, liebe Zuschauer. Heute jetzt am Nachmittag, 17. Juli, 15 Uhr. Wir wollen auf den Forex-Markt schauen und da tat sich ja unlängst 14:30 einiges. Wir haben hier Inflationsdaten bekommen aus den USA und Immobiliendaten, die hier für Bewegung sorgten. Der Goldpreis brach wieder mal zusammen. Wir hatten den heute Morgen schon im Devisenradar sehr schön eingefangen. Wir sehen es hier jetzt deutlich unter der Marke von 140 Dollar. Doch darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir wollen uns den Euro gegenüber dem japanischen Yen anschauen, der nämlich hier heute am Freitag in einer interessanten Konstellation daherkommt. Wir sehen den Rainbow hier auf größerer Ebene in einer klaren abwärts gerichteten Struktur, hier im 15-Minuten-Chartintervall. Interessant hierbei, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen bislang erst 50 Pips zurückgelegt hat und wir im Schnitt hier zwischen 140 und 160 zu erwarten haben. Also rein technisch müsste es hier jetzt am Nachmittag noch einiges an Bewegung geben und ich gebe mal hier Obacht auf das Vortagestief. Hier dieses Level von gestern bei 134,75 wäre zum Beispiel eine Triggerindikation für ja, nicht nur den Euro gegenüber dem japanischen Yen, sondern generell auch für die Europäers, denn auch Euro-US-Dollar notiert noch über seinem Vortagestief. Und wenn es hier einen Ausbruch nach unten geben sollte, dann könnte sich das hier sehr, sehr dynamisch gestalten. Dynamisch insofern, dass natürlich dann der Markt hier sichtlich nach unten abdriftet, um es mal so platt in Anführungszeichen auszudrücken. Also die Chancen, dass das passiert, sind durchaus gegeben. Also wir versuchen uns hier mehr oder weniger ein Stück weit zu stabilisieren, aber so recht will das nicht gelingen. Also wenn wir unter das Vortagestief zurückfallen, könnte ich mir vorstellen, dass es eine kleine Sell-Off-Order gibt. Eine kleine Sell-Off-Orgie. Der Tag heute selber, wochentagsstatistisch Euro-Yen hier am Freitag, ja, leicht positiv nach einem schwachen gestrigen Tag, das hat gepasst. Heute mit 52% doch durchaus schon eine leicht positive Tendenz. Doch das soll jetzt mal nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch, und das will ich Ihnen hier an dieser Stelle auch nochmal wieder zeigen, die FTSE-Vektorlogik hier mit einer Nachjustierung, möglichen kleinen Up-Move jetzt in den nächsten Minuten, durchaus möglich, aber mit Beginn der der US-Session dürfte es dann hier bis zum frühen Abend 17, 18 Uhr hier durchaus Rücksetzer geben. Also rein technisch ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ja, entweder wir sogar direkt durchsacken oder eben noch einen kleinen Rebound nach oben erleben. Aber das sieht zumindest hier mal auch von der statistischen Intraday-Seite nicht schlecht aus und der Rainbow verdeutlicht hier negatives Momentum. Insofern, wenn es zu einem Ausbruch auf ein neues Tagestief kommt, könnte man dies durchaus handeln. Es wäre legitim, um hier auf eine weitere Abwärtsbewegung zu spekulieren, die dann eben hier deutlich Fahrt aufnehmen dürfte. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wohin könnte die Reise gehen, dann sehen wir hier das Vormonatstief 133,75. Das ist schon eine Hausnummer. Und dann im Nachgang hier sogar noch das Level von 133,68 im Falle dessen, dass wir hier die Average True Range ausschöpfen, ausnutzen. Also deutliches Potenzial, eben vor dem Hintergrund, dass wir bislang nur 50 Pips zurückgelegt haben. Und das sollte man sich auf jeden Fall ja, in Erinnerung rufen. Gerade wenn Sie Währungspaare analysieren am Nachmittag oder Intraday im Laufe des Tages handeln wollen, achten Sie mal auf die Ranges. Was ist hier noch an Potenzial vorhanden? Sind hier unten mal so eine grobe Aufschlüsselung der letzten 5 Tage, den letzten Tag, gestern zum Beispiel 112 Pips nach unten gelaufen. Deutlich unter der Range, die sich hier im Schnitt zwischen 140 und bezogen auf die letzten Tage 160 Pips eben bewegt, kann natürlich vorkommen. Aber 50 Pips würde mich doch schon arg wundern, wenn es dabei heute bleiben würde, bei so einer bescheidenen Kennzahl. Also insofern die Tendenz, sowohl statistisch Intraday nach FTSE-Vektorlogik als auch nach Rainbow, lassen hier einen Ausbruch nach unten wahrscheinlich werden. Umgekehrt wäre dies natürlich der Fall, wenn wir hier den heutigen Daily Pivot Point 135, 23 überwinden, ja, oder hier speziell das Hoch 135, 27. Wenn wir da rausziehen, ja, dann kann der Rainbow hier positiv gespinnt werden und dann könnte hier der positive Wochentag, marginal positiv wohl bemerkt, dann doch noch gewinnen. Aber trendfolgend lautet der Bias abwärts, so wie es der Goldpreis vormacht, strange gen Süden. Grandiose Abwärtsbewegung bislang. Schauen wir uns das direkt nochmal an. Also wirklich sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr scharf und eigentlich genau das, was man auch trotz dessen, dass auch hier der Freitag ja rein technisch eigentlich ein positiver Handelstag sein könnte. Mit 50% sind wir jetzt hier dabei, die True Range auszuschöpfen. Bereits 9 Dollar gefallen und es scheint hier noch nicht das Finish sozusagen. Gut, liebe Zuschauer, dann hätten wir uns das jetzt mal angeschaut. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen für den heutigen Handelstag noch. Wollen noch mal sehen, ob Euro-Yen überhaupt noch hier ausbricht mal, dann könnte Wohler entstehen. Wenn nicht, gibt es hier zum Wochenende seitwärts geplätschert. Und wenn wir wirklich innerhalb der 50 Pips Range bleiben, dann ist das wohl so. Aber
Lassen wir uns mal überraschen, für was der Markt hier noch bereit ist. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher nochmal zum US Opening hier an dieser Stelle. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.